Liebe Freunde der Renaissance-Musik, mit diesem kurzen Video möchte ich auf unsere Ersatzveranstaltung hinweisen, die wir für den 31.01.2021 geplant haben. Leider müssen wir das für dieses Datum eigentlich vorgesehene Konzertprogramm mit Melodien zum polnischen Psalter absagen bzw. verschieben. Stattdessen senden wir über unseren YouTube-Kanal zur vorgesehenen Konzertzeit einen Live-Mitschnitt unseres Premierenkonzertes vom letzten Jahr. Das Filmteam von Plots Art hat dankenswerterweise alle unsere Konzerte vom Juni bis einschließlich Oktober letzten Jahres begleitet und unser Premierenkonzert für diese Sendung hier zusammengeschnitten. Der Ton stammt vom SRF, der das Konzert ebenfalls mitgeschnitten hatte. Unser Programmheft in Form eines PDFs finden Sie als Download von unserer Homepage oder hier im YouTube-Kanal. Hier finden Sie weitere Informationen zum Programm und alle gesungenen Liedtexte. Nun 16 H auf diesem Plan, wenn Sie den Stahl mit Schnellen und Tänden, mit Schnellen und Tänden. Was ist nun dieses Liederbuch des Ambrosius Kettenacker? Es handelt sich dabei um eine Musikhandschrift, die Ambrosius während seiner Studienjahre in Basel herstellte und dann seinem Freund Bonifatius Ammerbach schenkte. Diese Liedersammlung ist nicht sehr groß, weder was das Format noch was den Umfang angeht. Außerdem ist das Liederbuch in seiner heutigen Form nicht mehr vollständig. Es handelt sich nur um das Bassstimmbuch. Zu Kettenackers Zeit, kurz nach 1500, wurde es nämlich üblicher, mehrstimmige Musik und darunter vor allem auch Lieder in Stimmbüchern aufzuzeichnen, so wie hier zum Beispiel das Liederbuch des Arndt von Eich, das Anfang des 16. Jahrhunderts in Köln gedruckt wurde. Wir haben den Discantus, den Altus, den Tenor, der etwas dicker ist, weil er auch die Liedtexte enthält, und den Bassus. Die Entsprechung zu diesem Stimmbuch ist das einzige, was von Ambrosius Kettenackers Liederbuch erhalten ist. Wie führt man nun Musik auf, von der nur noch eine der original vier Stimmen erhalten ist? Zum Glück hat Ambrosius vor allem Musik gesammelt, die zu seiner Zeit sehr populär war. Dadurch finden wir viele seiner Sätze auch in anderen parallelen Quellen. Das klingt vertraut, nicht wahr? Und zu Recht, denn Innsbruck, ich muss dich lassen, war natürlich eines der beliebtesten Lieder dieser Zeit. Allein hier mag der Eindruck täuschen, denn Kettenackers Liederbuch überliefert einen genuin anderen Bass als den bekannten von Heinrich Isaak. Wir haben es hier mit einem der Fälle zu tun, in dem tatsächlich keine Konkordanz erhalten ist. Allerdings lässt sich der Cantus Firmus von Isaaks Innsbruck, ich muss dich lassen, auf diesen Bass von Kettenacker anpassen. Die übrigen Stimmen müssen dann natürlich neu hinzukomponiert werden. Ein ähnlicher Fall liegt mit dem berühmten Pilgerlied »Wer das Elend bauen will« vor, für das wir ebenfalls Ergänzungen erfinden mussten. Neben berühmten und internationalen Klassikern gibt es also auch einige kreative Neuerfindungen zu hören. Apropos Klassiker. Davon gibt es natürlich einige im Liederbuch und auch in unserem Konzertprogramm. Darunter das berühmte Fortuna Desperata, das Ein fröhlich Wesen, oder Maria Zart, für das Spieler wie Zuhörer 40 Tage Ablass gewährt bekommen haben und gleichzeitig vor der französischen Krankheit gefeit waren. Hoffen wir, dass es auch heute wirkt. Das Jahr 2020 hat uns alle vor große Herausforderungen gestellt. Und auch wir bei Renaissance mussten uns den Gegebenheiten anpassen und damit arbeiten. Wir konnten nur verspätet mit unseren Konzerten beginnen und Ende des Jahres mussten wir auf Online-Inhalte umschalten.
Trotzdem sind wir zuversichtlich, dass wir heuer im Josquin des Préjats auch wieder für Sie persönlich da sein werden. Schauen Sie auf unserer Homepage vorbei, stöbern Sie ein bisschen herum. Wir bedanken uns ganz herzlich bei allen Interessenten, bei unseren Unterstützern und beim Historischen Museum Basel Barfüßerkirche.